So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge RimWorld. Ich hab so Bock irgendwie. Und ein bisschen ADHD. Ist mir gerade eingefallen, ich müsste eigentlich nochmal Wäsche waschen. Oder Wäsche einräumen, wie gesagt. Aber das mache ich später, wenn ich mal Ventilator an, weil es hier warm ist irgendwie. Und ich kann mein Fenster nicht aufmachen, weil ich jetzt hier gerade rumschreie und so ein Zeug mache. Genau. Roller hat auch kurz runter gemacht. Wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Kein fucking Clou. Ist aber auch egal. Wir machen einfach weiter. Der Sinn von dem Run war ja, dass das natürlich so lang wie möglich und dass wir irgendwann den Rocket starten, ne? Genau. Und das sollten wir nicht so schnell wie möglichst fixen hier. Ich will hier eine Killbox reinmachen. So, es gab so, es gibt so Killboxen, wo man Feuer legen kann und es dann abbremst und dann kannst dann das können wir jetzt offen halten. Und dann sterben die dann, dann kann ich so reintrappen. Das ist ja ganz geil. Ich glaube, sowas mache ich mal. Und ich glaube, oder ich sag mal sowas. Oh no. Das wollte ich nicht machen. Sowas richte ich mal hin. Es ist ja krass, dass du Stoff herstellen kannst. Das habe ich ja letzte Folge entdeckt. Mit. Alter, Entschuldigung. Mit den Pflanzen hier. Und da reicht auch so eine Anbauzone. Das ist krass, wie ich finde. Was ist das mit denen los? Grippe. Eieiei. Wie ist das eingeteilt? Habe ich jetzt alles wieder normal? Ja. Ich meine, ich würde auch gerne was in Forschung reinstellen. Weißt du was? Ich werde einfach, na, wobei reinigen soll er schon machen, aber ich werde einfach ihn immer die ganze Zeit forschen lassen. Was ist das jetzt hier? Plattenrüstungruf. Mech Cluster. Junge, wisst ihr, was ein Mech Cluster ist, Junge? Das ist krank. Und ja, du kriegst eine Plattenrüstung oder ein Doppelblatt oder Ehre oder Ruf, aber das killt mich halt. Und ich verstehe es auch nicht, warum ich solche Quests annehmen sollte. Ich muss es eigentlich gar nicht machen. Wenn ich mich irgendwie mit dem Imperium anfreunden würde, um mit dem Imperium dann raufzufliegen, dann müsste ich sowas machen, solche Challenges. Aber jetzt muss ich es halt. Oh mein Gott, was ist mit der Map passiert? Aber jetzt müsste ich das eigentlich nicht machen. Das wäre mega dumm. Was ist das denn? Ich möchte Gebiet über. Wenn du nämlich recht auf. Wenn sich Siedlung über. Wenn sie diese entwickeln lassen, nimmt sie Teil einer Karte an, die den Standort eines antiken Architekt-Nexus zeigt. Man geht davon aus, dass der Arsch und Nexus ein Übergang ist, durch die eine Superintelligenz die physische Welt beeinflusst sind. Dass sie eine Macht beschwören könntest, würde das, was als nächstes passiert, die physische Realität übersteigen. Die Fraktionen besitzen einen Teil der Karte, die anderen Teile werden von einer Fraktion aufbewahrt. Das ist auch ein kranker Weg. Aber auch nicht der, den wir jetzt in dem Run fahren. Das brauchen wir nicht. Und das auch nicht. Und das auch nicht. Das ist so ein bisschen. Ich hoffe, das ist, hat keinen Einfluss. Ich nehme mal einen Papst. Bedürfnisse. Nee, es hat keinen Einfluss, weil wir haben ja hier eine riesige Rauchwolke, habe ich letztes Mal auch gemerkt. Und die Rauchwolke kommt ja davon, dass irgendwelche Piraten meinten, ja, ich müsste. Ich mach mal die Facecam ein bisschen. Oder die Handcam ein bisschen.
dass da irgendwelche Piraten meinten, yo, hö, ich bin jetzt witzig und mach dann irgendeinen Rauchgenerator. Und dann gibt's keine Sonne mehr. Aber die Pflanzen wachsen trotzdem. Und ich, warum sollte ich, lol, leckt's gerade. Ich hoffe nicht. Genau, und ich... Was ist das? Genau, der da. Ich weiß nicht, warum ich das machen sollte. Ja. Antiker Komplex. Das wäre halt auch mal nice to know, was da eigentlich ist. Ne, weil ich habe das noch nie so richtig erforscht. So, ja, so komplex habe ich noch nie angegriffen. Und das ist eigentlich auch so ein Teil, was auch ziemlich cool sein kann. Glaube ich. Hab's halt noch nie gemacht. Wir haben kein Essen mehr. Aber keine Nahrung zumindest. Hey! Aber das ist falsch gebaut. Das heißt, das kommt da rein. Und das kommt auch da rein. Yeah! Aber man könnte auch Tier, man könnte auch Menschenfleisch essen, ne? So, was ist eigentlich hier? Ah, genau. Wille reduzieren natürlich. Das weiß ich noch. Na, das ist immer noch Neo-Ideologismus. Leider. Das heißt, der muss noch bekehrt werden. Der muss dann auch bekehrt werden, aber erstmal will er, genau. Dann bekehren wir den. Das ist ganz wichtig, immer erst bekehren und dann erst rekrutieren. Wir könnten ihn zwar jetzt schon rekrutieren, aber der Glaube ist eigentlich echt wichtig für die Gesundheit, für die Mut unserer an. Mach mal kurz. Der ist ein Nudist. Habe ich das schon. Ah, genau. So habe ich schon. Mitbekommen. Ja, genau, dann nimmt die auf jeden Fall hierher. Weil ne, das darf man nicht offen halten hier. Da bin ich mir ein Autosave gerade. Bin ich mir sehr unsicher noch, was ich hier machen will. Also hier brauche ich auf jeden Fall einen Speiseraum. Den habe ich aber jetzt. Was ist das hier? Keine Ahnung. Also eigentlich kann ich das mal ausschalten hier. Und das auch. Ich weiß nicht, was ich da machen wollte. So, was ist das hier? Nee. Das ist... Oh mein Gott, das ist richtig geil. Nashornleder. Ich habe kein Nashornleder, oder? Nee. Schade. Habe ich Nashörner hier? Boah, ich könnte jagen gehen halt, ne? Boah, ich könnte es halt wirklich versuchen. Der einzige, der jagen geht, ist Flea. Und die hat eine Range-Waffe. Oh. Das wäre halt super geil. Dann hätte ich endlich ein Reanimierungsset. By the way, was tut ein Reanimierungsset? Genau, ich lese einfach vor. Eine einmalig verwendbare Superdosis von Mechaniten, die darauf abgestimmt sind, Verstorbene zu reanimieren. Das heißt, man holt einen Toten man wiederbelebt einen Toten halt. Ja genau, ein paar Nebeneffekte kann es zwar hervorbringen, aber es ist eigentlich schon geil. Und der Zeushammer ist auch cool. Genau, löst eine EMP-Explosion aus. Das ist halt gegen Mechanoin, ist das halt eine kranke Waffe. Ja, weil die kann dann einfach nur im Alleingang töten mit dem Zeushammer praktisch.
Außer sie passen sich an, dann ist wieder scheiße. Naja, was? Tun wir hier eigentlich fürs Licht? Ja, die müssen es erstmal hier glätten, das ist auch das Ding. Genau. Was ich eigentlich machen wollte, ist hier mal. Es wird auch nichts repariert, ne? Na gut, die bauen hier. Ah. By the way, ist auch ein Mod, dass die hier sich nicht einbauen oder so. Weil eigentlich normalerweise würden sie erstmal das bauen und dann können sie hier nicht mehr hin. Und jetzt ist die KI aber so schlau, dass sie sagen, hey, ich baue das zuerst, dann mache ich das, dann das, 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 das. Und dann baut man sich nicht ein. Wir haben halt echt wenig Schieferblöcke. Das, was mir ja eigentlich... Oh nein. Ein Mechanoid in Kampfklasse landet in der Nähe. Er befindet sich vorerst im Ruhezustand. Soll heißen, dass du genügend Zeit hast zu überlegen, wie du ihn angreifen willst. Der Klasse könnte wach werden, wenn er angegriffen wird oder sofern vorhanden ein Timer abgelaufen ist oder eine Näherungssensor ausgelöst wird. Hohe Mechklasse sind auch nicht ungefährlich. Ja. Scheiße, Digga. Ah, wobei, es ist nicht so schlimm. Aktiviert sich in einem Tag, aber es ist nicht so schlimm. Es geht schlimmer. Und wir haben keinen Annäherungssensor, das heißt, wir können... Was macht der? Okay. Genau. Die haben so eine Mega-Range, aber wenn die Runen sind, ist okay. Da kann dann einfach... Wer hat die... Granate? Ja, genau, da kann ein gelber Molch seine Granate herauspacken. Und durch hier rangehen. Hat man erstmal das im Morgengrauen. Genau. Der Lanzer, das ist halt... Ah, es ist eine Range, okay. Ach, oh, scheiße, klasse, das ist ein richtig Shit. Ashley macht hier was, das ist sehr gut. Ich werde jetzt hier trotzdem erstmal... hingehen. Zwar das noch nicht bauen, aber erstmal festlegen. Aber wie soll ich das machen? Das wird auf jeden Fall irgendwo ein Eingang sein. Jetzt können wir uns da ziehen, wie wir wollen eigentlich. Und da können wir dann auch den Raum machen, wo das dann brennt. Das ist dann ziemlich geil. Sozusagen ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Definitiv sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Genau, ich... Ja, ich fühle nicht, dass man das... baut. Befehle.
Ah, Fressattacken sind richtig shit gerade. Jungs. Wisst ihr warum? Weil wir kein Essen haben. Also zack, zack, zack. Und hier nochmal einen Weg. So rum. Und das ist hier ungefähr der Eingang, oder? Ja. Ja, ja. Also ich mache ich mal so ein. Ja, jetzt darf ich es nicht abreißen, ne? Aber. Zack. Eigentlich kann man ja wirklich hardcore durchgreifen, ne? Zack. Zack. Nice. Jetzt muss ich mal kurz gucken. 10 Stunden, ja, wir müssen jetzt erstmal. Dahin, Papst, du bleibst einfach mal da hinten. Du musst trotzdem mit. Haben wir jetzt schon zu lange gewartet, ich hoffe nicht. 9 Stunden. Ah, scheiße, die haben einen Breakdown. Das ist ungünstig tatsächlich, sehr ungünstig. Ja, bleib mal da weg auf jeden Fall. Wir müssen eh warten, bis alle anderen kommen. Nee, Jungs! Wo geht ihr hin? Kev ist sowieso ein Nahkämpfer. Das Ding ist halt, die Dinger explodieren. Das heißt. So, wie nach musst du ran eigentlich? Genau. Fuck, Alter. Nahkämpfer würde ich halt schon irgendwo vor. Mal kurz den Nahkämpfer schon vorschicken hier. Ja, gut, du kommst jetzt nicht mehr mit. Außer als Unterstützung könnte man dich noch nehmen. Flair, ich meine, hier ist der Baum hier. Okay, perfekt. Ich meine, du kannst einfach auch hier stehen tatsächlich. Du musst halt auch da so hin. Du bist da. Bist da auch mit. Okay. Ach so, warte mal. Positionen einnehmen!
Schießen erlauben. Du! Dahin! Beten! Und los geht's. Alrighty! Ey, ist doch ganz geil eigentlich. Auf ihn! Du bist dahin. Du bist dahin. Du Shotgun. Dahin, dahin. Dinosaurier. Dahin. Move, move, move! Du! Bis dahin. Nicht auf das Schießen hier! Egal. Alter. Why not? Du bist halt near death, so mal kurz. Trefft euch da mal. Du bist mir egal. Ich hoffe, du bist irgendwann am Arsch. Was hast du denn? Muskelparasiten. Jawohl. Yay! Warte, man kann es mit. Hä? Okay, reiß mal einfach ab. Ritchu? Macht's kaputt. So, du musst behandelt werden. Ey, du hast sogar Medizin, sehr schön. Oh, nice. Genau, no, so schon angestellt, dass das richtig gemacht wird. Kai, kannst du nicht einfach das schon mal machen? Mal gucken, was da alles rauskommt. Wo ist der Papst? Bro, hast du jetzt... Ah. Bleib stehen. Was ist mit dir los? Das geht. Das geht auch. Und Protein muss halt... Okay, gut. Ja. Mach das. Ah. Okay. Alright, matey. Okay, das hätten wir gebraucht, das hätten wir auch gebraucht, das können wir verkaufen. Das verkaufen wir auf jeden Fall, das verkaufen wir auch auf jeden Fall. Das ist witzig. Ein Einmal mit so breit, wenn Psycho-Effekt immer mit dem. Okay. Zweimal. Das soll ich nicht. Das ist krank. Hä? Ich habe einen Fähigkeitstrainer. What the heck? Really?
Ja, schlecht weg. Ist auch noch weg. Einfach ein bisschen was weg haben. Das ist ja witzig. Ja, weg, weg, weg. Bei Revolver. Ich habe bessere Waffen. Kurzwurm ist auch zu schlecht. Tue ich weg. MP ist eine Scheißwaffe. Eigentlich ist ein Rekurvbogen auch scheiße. Ja, weg. Weg mit den Kurzbogen, genau. Langbogen, das behalten wir. Rekurvbogen behalten wir auch mal nochmal. Weil wir ziemlich viele Rekurvbogen haben. Das kannst du mal weg tun hier. Die auch. Ja genau, habe ich vier Stück weg. Das passt schon so. Pistole. Das behalte ich. Weg. Das behalte ich auch. Das kann ich weg tun. Weißt du, wenn es nicht so sündhaft teuer wäre, würde ich sogar kaufen. Ja, weg. Also Junge, ich muss was kaufen, ne? Dann kaufe ich mal einen Parker. Ein paar Parkers. Ich kann nicht so richtig was kaufen, ne? Boomratten könnte ich kaufen. Warte mal, Boomratten? Machen die nicht irgendwas? Machen Boomratten nicht Sprit? War da nicht irgendwas? Dann kann ich mir ein paar Boomratten kaufen. Aber es ist halt auch risikoreich, das ist das Problem. Ne? Also wenn eine Boomratte halt explodiert, dann ist es richtig scheiße. Dann kauf mal das noch. Und das. Ich weiß, was das bringt. This basic field research kit contains the tool necessary to perform research in the field, whereas researcher does not have access to a full-size research bench. Wir müssen auch nicht alles machen, ne? Alles zu kaufen. Ja, doch, komm. Aber so, dass halt. Ja. Gut. Ja, gut, dass ihr das hier nicht mitbringt, Digga. Was soll das denn? Okay. Der fängt an schon zu buddeln. Das ist sehr gut. Also hier zack, zack. Zack. Zack, zack.
Nein, das ist richtig scheiße, Digga. Zack. Und dann machen wir aber hier. Und dann so. Mal die Türen rein. Genau. Krankheit Malaria. Ach nein, scheiße. Die Malaria, das könntest du halt so leicht fixen, wenn du halt ein bisschen was an mit Medizin reinsteckst. Nee, du sollst dich einfach ins Bett legen, mein Freund. Ach, scheiße, Digga. Ach, und du machst eigentlich wieder eine. Du machst das, ja. Warum habt ihr Fressattacken und so ein Scheiß? Keine Eroberung. Ja, du bist so ein. So eine Lusche bist du, ne? Ach, Mann, ey. Warte mal. Gesundheit predigen, genau. Genau. Mach das mal. Ja, perfekt, Alter. So, was hier so? Besser. Ach, Virtue. Ach so. Die fressen hier mein Dings auf. Das wollte eigentlich nicht geplant, Jungs. Sondern nicht hier rein. Und da wurde auch noch nichts angepflanzt. Jungs! Wer macht denn Feldarbeit? Ja, die zwei halt. Scheiße. Die ganze Zeit eskalieren. Mann, ich brauche halt Handwerk. Jemand, der Handwerk macht, und der kann es am besten. Wenn ich jetzt ihn jetzt. Dann muss ich Kai vielleicht. Das machen. Eigentlich wollte ich ihm, dass er Bergbau macht, aber. Naja. Was machen die da? Die gehen jetzt. Und mit denen habe ich schon gehandelt, oder? Ja. Er hat halt wirklich eine Burka an jetzt. Ach du Scheiße. Er hat sich gelohnt dann also. Ich habe auch schon eingestellt, oder? Dass ich. Dass das über. Weil ich glaube, dass das. Dann verkaufe ich immer alles, was unter 50% ist. Na genau. Dann kein Hypergewebe, kein Stoff. Bei jedem. So nur. Wolle eigentlich. Eigentlich brauche ich keinen Teufelsgarn, oder? Weil ich habe ja Schafe. Achso, schön, dass es funktioniert mit dem Biokoditen-Shit. Völlig entspannt, nice. Ich glaube, da mache ich auch mal einen neuen Zeitplan tatsächlich. So.
Genau. Mal gucken, ob sich das so passt. So. Immunität 36 Session. Das Ding ist, dass er halt zwei Krankheiten hat. Und ich glaube, dann ist, ja, die Immunitätsrate kommt nicht so schnell bei Sache. Aber hoffen wir mal auf das Beste. Erstmal nicht bauen, was ist das? Ja, wenn, ah, Digga, wenn die aber hier das schon bauen, hier ist auf jeden Fall die eine Wand da. Dann geht halt hier nochmal einen Weg rein. Erstmal. Ist alles gut. Genau. Wenn es gebaut wird, dann ist es auch besser. Alles klar. Ach. Ah, wobei doch, das braucht er dann ein Dach, ne? Nee, gut, das kann ich alles gar nicht machen. Warum hier kein Dach? Aber da ist doch Zaun. Durchführbar, hey. Rizzo, okay. Ich mache hier meinen Partyplatz rein. Wobei, ja, ich muss es mal machen, wie ich das machen will. Den kann ich einfach abwarten. Indem ich das tue, indem ich das tue. Indem ich das tue. Oder? Ich hoffe, die buddeln sich da nicht dann irgendwie raus. Und hier kommst du ja gar nicht hin. Außer sie buddeln halt das auf. Aber da kommst du ja auch nicht hin. Ja, sie könnten sich hier rausbuddeln. Scheiße. Nee, wenn ich das so mache, dann nicht. Dann kommst du nicht raus. Okay. Da-dum, ba-dum. Ja, nee, das krieg ich nicht hin. Egal. Ja, kaputte Kleidung. Ich hab noch alles. Oh mal kurz. Ne, ich hab gar nichts. Super. Ja, ich brauch Schneidern. Irgendjemand, der das macht, außer er. Aber er wird's nie tun. Alle anderen können es halt nicht und League muss halt, wenn er was tut, dann Feldarbeit machen. Das heißt, der ist so ziemlich der Einzige, der das macht, ne? Shady ist sowieso die ganze Zeit beschäftigt mit Bauen. Naja,
Denn den will ich forschen lassen. Die können's nicht. Ach scheiße, ich hab schon wieder 40 Minuten gezockt, ne? Und der will's zwar, aber der macht Felder bei der Genuss. Ist das. Der können's nicht. Das heißt, das ist der Einzige, der es macht. Und Kleidung brauchen wir halt wirklich. Wobei er jetzt auch. Hä, wieso macht er jetzt was, wenn das Schneiden auf 2 ist? Soll ich es einfach auf 1 machen? Ich meine, ich muss es ja machen, oder? Geht ja nicht anders. Ja, braucht er meine Killbox. So genau. Ne, wie hat das Zeitplan? Die können wieder raus. Protein, warum? Okay, die sind also beim Bergbau. Das Feldarbeit ist fertig? Ne, ist es nicht? Das verstehe ich nicht. Warum hat er jetzt Bergbau gemacht, wenn Feldarbeit nicht läuft? By the way, ich mache, glaube ich, die ganzen 9 doch wieder raus, weil... Oh oh. Der hat irgendwas. Bei dem ist irgendwas passiert. Nee, was geht alles? Okay. Ist es doch. Nee, ich mach die ganzen 9 raus wieder. Damit halt. Das Game mir dann sagt, hey, der hat nichts zu tun, so. Und dann kann ich entscheiden, was er tut. Das ist, glaube ich, schlauer, als zu sagen, hey, mach einfach irgendwas. Genau. Ja, genau, und jetzt haben die meisten Menschen nichts mehr zu tun, so. Der muss nichts mehr kochen, aber es liegt daran, dass halt keiner Feldarbeit macht. Der soll forschen. Dann Rubber. Ach du Scheiße, du bist ja richtig scheiße in allem Rubber, Mann. Fuck, Alter. Ja, dann kannst du aber auch schneiden einfach. Und danach kannst du das machen. Okay, ich höre auf mal für den Part, ne? Ich hab schon wieder zu überzogen, ne? Wir sehen uns. Haut rein.